Herzlich willkommen zu Asklepios Informationssendung. Wussten Sie schon, der häufigste Grund, weshalb Menschen in Deutschland zum Arzt gehen, sind Rückenschmerzen. Rund 80% aller Deutschen haben in ihrem Leben schon einmal Rückenschmerzen gehabt, sagen Sie. Um dieses Thema geht es heute. Wie behandelt man Rückenschmerzen und muss man immer gleich operieren? Bei mir sitzt Dr. Erik Fritsche. Er ist Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie an der Asklepios Klinik Wandsbek. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Fritsche. Ja, schönen guten Tag. Sagen Sie mir, in welchen Fällen muss man operieren? Ja, freut mich sehr, dass Sie mich zu diesem Thema eingeladen haben. Gerade mich als Wirbelsäulenchirurgen dann zu fragen, wann muss ich überhaupt operieren? Das ist eine ganz wichtige Frage, weil ein Großteil der Bevölkerung leidet unter Rückenschmerzen. Und man muss wirklich nur bei einem sehr kleinen Teil der Bevölkerung eine operative Maßnahme als Therapie indizieren. Das heißt, nur bei ganz wenig Menschen ist wirklich eine operative Behandlung notwendig. Das heißt, wenn ganz akute Dinge auftreten, wenn Lähmungserscheinungen auftreten, das heißt, wenn zum Beispiel der Mensch sein Bein oder seinen Arm nicht mehr bewegen kann, wenn das ganz plötzlich aufgetreten ist, wenn bei dem Menschen eine Erkrankung, eine schwere Grippe zum Beispiel bekannt ist und er hinterher stärkste Rückenschmerzen kriegt mit Fieber, wenn in der Vorgeschichte ein Tumor oder eine Tumorerkrankung bekannt ist und er plötzlich aus heiterem Himmel Rückenschmerzen kriegt oder womöglich als Beispiel im Haushalt passieren so viele Unfälle, von der Leiter fällt, die Treppe runterfällt und dann Rückenschmerzen hat. Das sind Gründe, die dazu führen, dass die Beschwerden bei diesem Menschen eine tatsächliche Ursache haben, die man nachweisen kann und die man operieren muss. Zum Beispiel das erste, was ich nannte, wenn eine Lähmung auftritt, zum Beispiel bei einem Bandscheibenvorfall. Das zweite, wenn eine Entzündung an der Wirbelsäule stattfindet. Das dritte, wenn ein Tumor an der Wirbelsäule sitzt. Und das vierte, wenn ein Wirbelbruch vorhanden sind. Und diese vier Sachen, hört sich jetzt erstmal viel an, sind aber sehr selten in ihrem Auftreten, sind eigentlich die einzigen Gründe, warum man eine operative Maßnahme durchführt. Das heißt also, die anderen Fälle sind viel häufiger, bei denen der Patient eigentlich gar nicht feststellen kann, woher es kommt und sie auch nicht? Also man unterscheidet grundsätzlich bei den Rückenschmerzen zwei Arten. Das eine sind die sogenannten unspezifischen Rückenschmerzen. Das ist der überwiegende Teil der Rückenschmerzen, die nach einer gewissen Zeit auch wieder zurückgehen. Der andere, das sind die spezifischen Rückenschmerzen. Das sind die, die ich zum Beispiel eben erwähnt habe, wo man ganz klar eine Ursache findet, die diese Rückenschmerzen hervorrufen und die dann auch einer sofortigen Behandlung bedürfen. Das muss nicht immer die Operation sein, aber die bedürfen einer sofortigen Behandlung. Suchen Sie denn in jedem Fall erstmal nach einer Ursache? Wir suchen immer nach einer Ursache für die Rückenschmerzen, wenn wir ganz bestimmte Warnhinweise bekommen. Warnhinweise, die ich eben erwähnt habe, wenn eine Lähmung auftritt, wenn ein starkes Entzündungszeichen da ist mit Fieber, mit einem Unwohlsein, wenn eine Tumorerkrankung bekannt ist oder ein Sturz, dann gucken wir immer und müssen wir immer gucken. Das ist das, was ich immer auch den niedergelassenen Kollegen mitgebe. Wenn diese Punkte oder einer dieser vier Punkte auftritt, muss man sofort eine weitere Untersuchung, eine Röntgenuntersuchung in jeglicher Form einleiten. Dann lassen Sie uns auf die häufigeren Fälle kommen, auf die, bei denen keine Ursache zu finden ist. Was machen Sie denn da? Ja, hier ist es ganz wichtig, bei diesen Patienten, wenn die zu einem kommen als Arzt, erstmal eine gründliche Anamnese zu erheben, das heißt zu befragen, wann sind diese Schmerzen aufgetreten, worunter, unter welchen Bedingungen, gibt es irgendwelche Erscheinungen, Ursachen, wo man sagen kann, oh, von hier an habe ich diese Schmerzen. Wenn man das geklärt hat, dann macht man eine körperliche Untersuchung. Das heißt, man muss den Patienten von oben bis unten untersuchen, schauen, hat er irgendwelche Auffälligkeiten in der Untersuchung und dann bespricht man mit dem Patienten, wie die weitere Behandlung voranschreitet. So, der nächste Punkt ist, wenn die Beschwerden dieses Menschen sich unter der ersten Therapie, die man macht, nämlich das Besprechen und gegebenenfalls die Schmerzmittelgabe, sich nicht bessern, dann muss man überlegen, ob man eine weitere Untersuchung durchführt. Das heißt, in diesem Fall wieder eine radiologische Untersuchung, eine Röntgenuntersuchung, eine Computertomographie oder eine Kernspintomographie. Das heißt, man steigert so nach und nach die Härte, sage ich mal, die Durchschlagsfähigkeit der Therapie. Ja, man versucht erstmal mit dem geringsten anzufangen. Das heißt, das Wichtigste bei jeder ärztlichen Behandlung ist eigentlich das Gespräch. Das Gespräch mit dem Patienten, um rauszubekommen, was sind überhaupt seine Beschwerden, wann treten sie auf. Und das Zweite ist, dann kann man eine symptomatische Behandlung beginnen. Das heißt,
der Mensch kommt mit Schmerzen, in dem Fall mit Rückenschmerzen, zu mir. Das heißt, ich muss diese Schmerzen behandeln. Das kann man mit verschiedenen Mitteln machen. Manchmal helfen Hausrezepte wie Wärme, wie Massagen. Manchmal muss man dann, wenn die Schmerzen etwas stärker sind, auch Schmerzmittel einnehmen. Ja, Schmerzmittel sind ja ein wenig in Verruf. Viele Menschen möchten sie gar nicht nehmen. Wie gehen Sie da vor? Man macht auch hier eine Stufenbehandlung, dass man sagt, man geht mit dem leichtesten Schmerzmittel, fängt man an und versucht dann auch die Schmerzmittel zu steigern, was ihre Potenz, was ihre Kraft angeht. Das heißt, das Einfachste, was auch jeder kennt, sind Schmerzmittel wie zum Beispiel Paracetamol oder Ibuprofen, Diclofenac. Das ist so das übliche Schmerzmittel, was man dann erstmal dem Patienten empfehlen würde. Wenn der nun kategorisch ein Schmerzmittel ablehnt, dann muss man eben halt überlegen, ob man tatsächlich mit Hausmitteln zurechtkommt. Und wie lange versucht man das dann mit den Schmerzmitteln? Denn man gewöhnt sich ja unter Umständen auch an die, oder ist das ein Märchen? Nee, das ist kein Märchen. Eine Gewöhnung an Schmerzmittel kann immer auftreten, gerade bei höherpotenten Medikamenten, das sind sogenannte Opiate oder Morphine, da kann man sehr schnell eine Gewöhnung auch bekommen. Das heißt, hier ist auch die Aufgabe des Behandlers, darauf zu achten, dass dieser Mensch nicht zu lange diese Medikamente einnimmt. Alle anderen Medikamente, jedes Medikament hat unerwünschte Nebenwirkungen. Und auch ein Medikament, was ich frei erhältlich in der Apotheke kaufen kann, wie das Ibuprofen oder Voltaren, macht Nebenwirkungen. Man muss natürlich den Patienten darauf hinweisen, dass es Nebenwirkungen macht, welche Nebenwirkungen, und schon darauf achten, dass er nicht zu viel und über einen zu langen Zeitraum das nimmt. Ja. Zu lange ist jetzt wieder die Frage, was ist das zu lange? Das ist schwer zu sagen. Man kann letztendlich ganz grob als Regel sagen, erstmal eine Woche kriegt er das Medikament, und wenn nach einer Woche überhaupt keine Besserung ist, dann muss man den nächsten Schritt überlegen. Ja, viele Patienten schlucken ja dann ein Schmerzmittel, wenn sie Schmerzen haben. Ist das die richtige Vorgehensweise dann? Hier unterscheiden wir natürlich Schmerzmittel, die in der akuten Phase sofort wirken. Und wir unterscheiden Schmerzmittel, die man als Basismedikament einnimmt. Das heißt, die nehme ich regelmäßig, zum Beispiel morgens und abends, um einen gewissen Spiegel im Blut aufzubauen und dadurch die Schmerzen schon mal zu reduzieren. Und wenn der Patient jetzt sagt, ich will jetzt einkaufen gehen, das heißt, das ist potenziell etwas, wo ich mehr Schmerzen habe, dann kann er so ein akutes Medikament zusätzlich noch nehmen, dass die Schmerzen dann auch weniger werden. Ja, ich habe gelesen, dass in solchen Fällen auch ganz andere Medikamente verabreicht werden, nämlich zum Beispiel Muskelrelaxantien oder Antidepressiva, stimmt das? Es gibt da weitere Medikamentenformen. Das eine sind Medikamente, die man zusätzlich geben kann, um für den Menschen eine muskuläre Entspannung herzustellen. Das heißt, bei Rückenschmerzen ist eins der Hauptprobleme ist die muskuläre Verspannung. Die Wirbelsäule wird von der Muskulatur umsponnen und durch die Muskulatur bewegt. Und wenn irgendwo an der Wirbelsäule ein Problem ist, führt es zu einer Verhärtung der Muskulatur. Das ist das, was so einmal 80% der Rückenschmerzen ausmacht. Eine muskuläre Verhärtung oder Verspannung. Und diese Verhärtung oder Verspannung kann man mit Wärme wegbekommen, mit Massagen oder aber auch mit diesen Medikamenten, mit den muskelentspannenden Medikamenten. Das ist auch etwas, was wir durchaus machen, wenn jemand stärkste Muskelverspannung hat, dass wir so ein Medikament hinzugeben. Die Antidepressiva, wie der Name sagt, sind das Medikamente, die gegen Depression helfen sollen. Nun hat nicht jeder Mensch, der Rückenschmerzen hat, auch eine Depression. Aber wir kennen und wissen diese Medikamente, dass sie einen positiven Effekt haben auf die Schmerzwahrnehmung. Das heißt, der Schmerz wird von diesem Menschen, der dieses Medikament einnimmt, weniger stark empfunden. Das ist sozusagen das Geheimnis eines solchen Medikaments. Es geht nicht darum, eine Depression zu behandeln, sondern es geht darum, dieses Medikament unterstützend hinzuzugeben. Eine weitere Methode für Sie ist ja die Mobilisierung des Patienten. Darunter stelle ich mir vor, Krankengymnastik, Physiotherapie, ist das richtig? Ja, hier gibt es einen Strauß von Behandlungsmöglichkeiten. Das Klassische, was wir kennen, ist die Physiotherapie oder Krankengymnastik auf Deutsch. Hier ist es so, dass der Therapeut oder die Therapeutin versucht, bei dem Menschen die Muskulatur, die betroffen ist, in diesem Fall die Rückenmuskulatur, weiter zu mobilisieren, sie am Leben in der Bewegung zu halten. Das ist eigentlich bei der Thematik Rückenschmerzen das A und O. Der Mensch muss in Bewegung bleiben. Ja, egal, was er für eine Erkrankung hat an der Wirbelsäule, er muss immer in Bewegung bleiben. Man muss ermöglichen, dass dieser Mensch immer wieder in der Lage ist, sich zu bewegen. Und dafür haben wir unsere Therapeuten und Therapeutinnen, die die Muskulatur mobilisieren,
entweder bei jemandem, der im Bett liegt, oder bei jemandem, der in die Praxis kommt und dort Bewegungsübungen kriegt. Was Ähnliches ist die sogenannte manuelle Therapie. Auch das ist etwas, wo man mit Hilfe von bestimmten Handgriffen und Techniken versucht, die Muskulatur zu mobilisieren und Verspannung zu lösen. Das heißt also, ich kann gar nichts falsch machen, wenn ich mich dann bewege und sollte möglichst vergessen, was man früher gemacht hat, nämlich sich ins Bett zu legen damit. Das war früher lange Zeit so unsere Vorstellung, dass man Ruhe reinbringen muss in diesem Fall. Das ist bei Rückenschmerzen und Rückenproblemen noch ganz, ganz selten der Fall, dass wirklich jemand Ruhe einhalten muss. Das ist nur beim Wirbelbruch, wo Gefahr ist, dass die Nerven verletzt werden durch die Bewegung. Ansonsten ist die Bewegung das A und O der Behandlung. Es gilt ja, den Schmerz zu beseitigen. Das ist ja das, was die Patienten sich dann von Ihnen wünschen. Und Sie haben uns etwas mitgebracht, wovon ich in unserem Vorgespräch verstanden hatte, dass es damit der Schmerz ganz einfach endet und nicht wiederkommt. Stimmt das? Also das Hauptthema, was wir haben, ist die Behandlung des Schmerzes. Der Mensch, der Patient kommt mit den Schmerzen zu uns und diese Schmerzen möchte er loswerden. Und es gibt verschiedene Verfahren, wie wir eben schon gehört haben, mit Medikamenten, mit Tropfen. Und es gibt aber auch sogenannte invasive Verfahren. Das heißt, dass man jetzt hier schon am Menschen selber mit Hilfe von verschiedenen Nadeltechniken die Schmerzen beseitigen kann. Das Einfachste oder das Geläufigste ist zum Beispiel die Akupunktur, wo auch mit Hilfe von Nadeln Stimulation gesetzt werden und auch die Muskulatur zur Entspannung führt. Was ich hier mitgebracht habe, ist einmal das Modell einer Lendenwirbelsäule, um Ihnen das einmal darzustellen. Eine der häufigsten Ursachen für Rückenschmerzen sind Verschleißerscheinungen, altersbedingte Veränderungen an den sogenannten Wirbelgelenken. Die Wirbelgelenke, nur ganz kurz, machen die Bewegung in der Wirbelsäule. Das heißt, das sind Gelenke, die die Bewegung dort durchführen. Diese Gelenke verschleißen im Laufe des Lebens. Das heißt, sie werden abgenutzt, so wie ein Knie- oder Hüftgelenk. Das macht oftmals unter Bewegung Schmerzen. Was man jetzt machen kann, ist, dass man eine sogenannte Intervention macht, wo eine Nadel unter Röntgenkontrolle direkt auf das Wirbelgelenk gesetzt wird und man dann die Möglichkeit hat, über diese Nadel entweder Medikamente zu spritzen oder aber noch eleganter, diese Nadel zu erhitzen und die schmerzaufnehmenden Nervenfasern dort zu veröden. Die Nadel heißt, ist jetzt da drin, ne? In diesem, die Nadel ist da drin, ja, genau. Und die Nadel wird erhitzt auf 90 Grad und die Nerven an dieser Stelle, die den Schmerz aufnehmen, die werden dadurch, kann man sagen, zerkocht. Und hinterher ist der Schmerz dadurch weg. Für ewig? Weil kein Schmerz, leider nein, weil kein Nerv mehr vorhanden ist, um den Schmerz aufzunehmen. Diese Schmerzfasern werden wieder neu gebildet. In aller Regel hält das 6 bis 12 Monate vor. Das heißt, das ist ein Verfahren, ein sogenanntes minimalinvasives Verfahren, wo man nur mit einer Nadel in den Menschen hinein unter Röntgendurchleuchtung eine Schmerzblockade setzen kann. Jetzt wären ja viele Patienten froh, 6 bis 12 Monate schmerzfrei zu sein. Ja. Ist das für Sie sozusagen ein Mittel der Wahl? Kann das jeder haben? Das ist ein probates Mittel der Wahl, wenn die Wirbelgelenke die Ursache für die Beschwerden sind. Man kann das auch im Einzelfall bei Bandscheibenveränderungen machen, wenn die Bandscheibe so zerschlissen ist, dass sie Schmerzen macht. Aber zum Beispiel bei einem Bandscheibenvorfall ist das ein Verfahren, was dort nicht gut funktioniert, weil dort ein Stück der Bandscheibe auf den Nerven drückt und diesen Schmerz verursacht. Da kann man zwar mit einer Nadel an den Nerven gehen, den Nerven betäuben, aber man kann diesen Nerven nicht dort zerkochen, weil diese Nerven Funktionen haben, die wir noch brauchen. Also bei Rückenschmerzen, die von einem Verschleiß am Wirbelgelenk ausgelöst werden, können wir sehr gut damit die Rückenschmerzen behandeln. Und wie erfahre ich jetzt als Patient, ob das für mich in Frage kommt oder nicht? Wir testen das aus. Das heißt, wir machen bei dem Patienten eine Einspritzung, eine sogenannte Probeeinspritzung, wo wir dieses Gelenk mit einem Betäubungsmittel, so wie beim Zahnarzt, umspritzen. Und dann kann der Patient hinterher sagen, wunderbar, der Schmerz ist weg. Wenn auch nur für kurze Zeit, so wie beim Zahnarzt die Betäubung wirkt. Und dann haben wir aber ganz sicher, dass wir wissen, da kommt der Schmerz her und dann können wir diese Verödung machen. Wir bieten das bei uns in der Klinik an, dass wir das für 3 Tage stationär machen. Das heißt, am ersten und zweiten Tag machen wir die Einspritzung, um genau zu gucken, an welcher Stelle entsteht der Schmerz. Und am dritten Tag wird diese Verödung durchgeführt. Vielen Dank, Herr Dr. Fritsche, für diese spannenden Informationen. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt und klicken wieder rein auf www.asklepios.com/nachtvorlesungen oder auf YouTube. Bleiben Sie gesund.